Meinst du echt, dass es hier spukt? Du hast mir Geister versprochen, nachdem Opa uns abgesetzt hat. Natürlich. Laut Reiseführer war Schloss Kleinhardt einst als Hexenende bekannt. Alle, die dort der Hexerei beschuldigt wurden, waren verloren. Yay, perfekte Landung. Wer ist da? Hä? Opa Max? Gwen? Wehe, das ist ein Scherz. Ihr wisst, dass ich keine Geister mag. Nicht lustig, Leute. Leute? Ah, das ist nur die Rostbeule. Hey, hier drüben. Leute? Das Schild sagte, die Tankstelle soll hier irgendwo in der Nähe sein. Laut dieser Karte sind wir in Geisterspukhausen, dem gruseligsten Ort der Ostküste. Gruselig? Unheimlich ist hier nur die Langeweile. War das ein gelangweilter Schrei? So einen habe ich noch nie gehört. Da ist sie. Komm schon, du Held. Sehr witzig. Ich hab keine Angst, weißt du? Du glaubst doch nicht, dass Karl die Wahrheit sagt, oder? Das ist ein Verkaufstrick. Karl mit C gehört wahrscheinlich das Hotel. Er lockt dich mit einer Geistergeschichte. Und dann bleibst du wegen des kostenlosen Frühstücks. Okay, ich sehe das anders. Karl lügt nicht. Er wirkt auf mich sehr ehrlich. Klar, das mit dem Auge ist etwas komisch und dann verschwindet er plötzlich. Deshalb gehe ich zurück zur Rostbeule. Aufwachen, 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 aufwachen! Hallo, hallo! Aufwachen, 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 aufwachen! Ben, ich hab's doch gesagt. Das ist alles nur eine große Masche. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich zeige Ihnen hier und jetzt die wahre Macht des Grimoire von Arkamada. Exus Ego Te Vincula et Legabunt Te Fovea Anime Mea! Da mihi potestatem ut regat! Ich glaube, das ist nicht Teil der Veranstaltung. Die Effekte sind der totale Wahnsinn. Sie ist echt ein Genie. Ich spüre, wie die Macht von Exus durch meinen Körper strömt und mich verändert. Ich bin jetzt mehr als Hex. Mehr als Exus. Ich bin jetzt Hexus. Ah, ein echter Hasilope. Das erklärt alles. Erklärt was? Und wofür war das jetzt? Weil du gesagt hast, er wäre erfunden. Wer würde so etwas behaupten? Hau ab, du Freakshow! Du nennst mich eine Freakshow? Opa Max? Was? Nein, 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 Gwen! Ich hab den Hasilopen so genannt. Er ist echt! Er ist auf dem Fahrersitz! Wirklich! Er hat mich reingelegt! Lass dein Cousin bloß nicht hängen! Was für ein trauriges Bild! Fühlt sich nicht sehr gut an, wenn dir niemand glaubt. Warum hasst mich die Natur nur so? Warte mal! Inferno kann diesen nervigen Nebel einfach wegbrutzeln! Du hältst uns nur auf, Nebel! Mal sehen, ob ich uns den Weg leuchten kann! Ha! Tja, ich wusste nicht, dass Nebel so etwas kann! Dann gibt's die doppelte Portion! Ha! Genau, so will ich das! Mit diesem Nebel stimmt etwas nicht. Yep, das finde ich nicht normal! Hau ab, hau ab, hau ab! Gwen, Opa Max, irgendwas ist mit diesem Nebel, als hätte er seinen eigenen Willen oder so. Ach, du spinnst. Da draußen gibt's nichts Unheimliches. Angst vor Nebel ist wie Angst vor einer Wolke. Okay, aber warum hat diese Wolke große leuchtende Augen?